zusammen. Heute gibt es ein neues Video, in dem ich ziemlich leise sein werde. Also nicht wieder beschweren. Ob ich Musik hinterlegen werde, weiß ich nicht, weil sonst hört er mich nachher gar nicht. Wir sind in einem verlassenen Bäckerei-Café. Wir schauen uns einfach mal um. Los geht's. Wow, hier geht der Boden weg und wie der Boden weggeht. Was haben wir hier? Abstellraum. Stehen noch Weihnachtsbäume. Boah, ist das hier am Stinken. Guck mal, der ganze Boden kippt weg. Oh je, hier muss ich wieder raus. Oh. Sehr schön. Pass auf, der eine Raum, da bricht der ganze Boden weg. Es muss mal schön urig hier gewesen sein. Aufpassen, dass wir nicht gesehen werden. Durch. Da war ich gerade gucken. Ich gehe mal nach oben. Oh, hier knirscht und knarrt alles. Die Wände bröckeln weg. Hier sind noch Toiletten. Zwischen Etagen. Hier gibt es mehrere Etagen und der Boden ist übel. Ah, hier steht noch eine Küche drin. Aber die Räume scheinen leer zu sein. Wow, der Boden geht hier weg. Ganz übel, ganz, ganz übel. Geht über normalem Knirschen hinaus. Das ist ein Badezimmer. Die Decke wurde rausgerissen. Hier haben wir noch eins für Interessierten. Bunt angemalt. Dachgeschosswohnung. Auch da ein Badezimmer. Schade, das ist leider komplett leer. Es gibt also folgedessen nicht wirklich viel zu sehen.
Da ist wohl der untere Bereich am interessantesten. Oh, da liegt ein toter Vogel. Eine Schwalbe hat sich rein verirrt und kam wohl nicht mehr raus. Aber hier geht's noch höher. Gibt's noch eine Etage. Nur ein Dachgeschoss. Einfach nur. Okay, hier oben gibt es nichts zu sehen. Hier ist alles. Dann gehe ich wieder runter. Was liegt denn hier Feines? Das Hamburger Abendblatt von Mai 1960. Eisenhower schlägt Moskau Öffnung aller Grenzen vor. Ja, 1960 schon. Nur die Malereien an der Wand, kinderzimmermäßig so. Ganz unten waren wir noch nicht, ja. Das wird ein bisschen riskant. Dann sind wir nämlich auf dem Präsentierteller. Gehen wir mal. Aber hier, das ist heftig, wie der Boden wegbricht. Ja, wir sollen ein bisschen nur vorsichtig sein. Das ist der Verkaufsraum. Kasse, Geschirr, alles noch da. Gucken, was es hier unten noch gibt. Oh mein Gott, was ist das hier für eine verwinkelte Kiste? Oh, hier ist aber alles am Gammeln. Mein lieber Scholli. Oh, und auch hier. Da liegen noch Felle oben drauf. Wildschwein oder sowas. Ein bisschen Lager. Oh, ich komme hier nicht rein. Ne, keine Chance. Leuchten wir so aus. Da komme ich nicht rein. Guck mal, da liegen noch Weihnachtsmänner. Das war noch eine Tür. Wo geht's denn da? Oh, hier geht's noch weiter. Das ist aber hier jetzt eine ganz andere Geschichte. Ja, hier wurde aber schon gewühlt. Uhren. Naja. Könnte man da jetzt die Herzen gebrauchen?
erstmal warten, bis sie vorbei sind. Und dann nach oben. Komm. Sind wir auch durch. Zur Geschichte kann ich nicht viel sagen. Dieses Café ist auf jeden Fall schon des Längeren verlassen. Und der Boden gibt sternweise schon durch. Bricht ein. Über alles Schimmel. Ja, die Wohnräume stehen auf jeden Fall schon länger leer. Muss auf jeden Fall mehr sehr urig und sehr schön gewesen sein. Ja, da war ich weiter gewesen. Na gut, wir fahren weiter. Wir gucken mal, wir haben was anderes auf dem Plan. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video. Ciao. Hier bricht der Boden weg.